haben sich jetzt gedacht, so, ich bin jetzt Professor, jetzt mache ich das. Also das war für mich jetzt wirklich auch mit das schwierigste Projekt, was ich bisher gemacht habe. Das hat jetzt fast 15 Jahre gedauert. Nanobiotechnologe Carsten Sönnigsen möchte es uns ermöglichen, unseren gesundheitlichen Zustand mit implantierbaren Sensoren zu kontrollieren, die mit einem Gerät durch die Haut abgelesen werden können. Das soll vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen die ewigen Blutabnahmen ersparen. Wie diese Sensoren funktionieren und wie er und sein Team sie entwickelt haben, dazu erfahren wir gleich mehr nach den Meldungen. Bei mir ist mein Co-Moderator, der Herr Dr. Rehrnath Bad Görten. Hi. Und ich bin der Herr Dr. Rehrnath Dennis Eckmeier. Wir haben zusammen Bio studiert und zusammen promoviert. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich bin inzwischen freier Wissenschaftskommunikator und der Bart forscht in Göttingen. Das stimmt. Und kein Mensch nennt uns Dr. Rehrnath. Nee, das ist jetzt hier nur aus Spaß. Sag mal, was machst du eigentlich gerade forschungsmäßig? Ich gucke mir gerade Cognitive Biases in Insekten an. Cognitive Biases in Insekten? Sozusagen, wir gucken uns Illusionen des kognitiven Denkens an und schauen nach, ob Insekten unter den gleichen Illusionen leiden. Oh cool, also sowas wie optische Illusion, aber fürs Denken. Genau. Ah, okay. Okay, kommen wir zu den Meldungen. Die wählen wir danach aus, welche Kurznachrichten gutes Feedback bekommen. Das sind YouTube-Shorts, die Dennis aber auch auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok postet. Also lasst uns wissen, welche Meldungen ihr besonders spannend findet. Menschengehen macht Mäuse schlau. Tiere lernen, können sozial sein und komplexe Organisationsformen aufbauen. Können die Perspektive eines Artgenossen einnehmen, kommunizieren mit Sprache, erkennen sich selbst im Spiegel, machen und benutzen Werkzeuge, bauen Unterkünfte, erkunden ihre Umwelt, haben Traditionen und Aberglauben und scheinen auch in die Zukunft planen zu können. Also alles Sachen, von denen man denkt, ja, das machen doch eigentlich hauptsächlich Menschen. Aber der Mensch kann nicht nur all diese Dinge, sondern auch gleichzeitig und jeweils in viel größerem Ausmaß als die meisten Tiere und auch flexibler. Die nach unserem Maßstab schlauesten Tiere erreichen dabei kaum die geistigen Fähigkeiten eines Kleinkinds. Deshalb ist das Gehirn auch ein zentrales Forschungsthema für Leute, die sich mit der menschlichen Existenz beschäftigen. Um zu sehen, was das menschliche Gehirn besonders menschlich macht, vergleicht man es mit dem von Vormenschen und von Menschenaffen. Dabei stellt sich heraus, dass es nicht nur irgendwie größer ist, sondern dass vor allem bestimmte Bereiche des Gehirns verstärkt ausgeprägt sind. Das ist vor allem der Neokortex. Der ist eigentlich einfach das Vorderhirn, das bei Menschen aber fast den gesamten Rest des Gehirns überwuchert. Sodass man, wenn man das menschliche Gehirn von außen betrachtet, eigentlich nur noch Kortex sieht und ein bisschen Kleinhirn. Welche Gene haben sich also in der Evolution verändert, dass dieses absurde Gehirn entstanden ist? Um diese Frage zu beantworten, sucht man zunächst Gene, die in Gehirnzellen aktiv sind und beim Menschen anders sind als bei ihren nächsten Verwandten. Solche Gene gibt es sehr viele. Herauszufinden, welche davon wichtig sind oder interessant, ist eine Lebensaufgabe. Dazu muss man auch wissen, was die Gene machen. Also verändert man sie und schaut, was passiert. Das kann man natürlich nicht an Menschen machen und auch bei Affen ist das nicht so einfach. Deshalb macht man das an Mäusen. Die haben oft die gleichen Gene, aber mit ein paar kleinen Abweichungen. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn ein Wort in einer nahverwandten Sprache etwas anders geschrieben und ausgesprochen wird, aber trotzdem noch erkennbar das gleiche Wort ist und eine fast identische Bedeutung hat. Aber eben nicht ganz. ForscherInnen um Wieland Huttner am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik veränderten nun also die Mausversion eines sorgfältig ausgewählten Gens in die Menschenversion. Und tatsächlich entwickelten die so veränderten Mäuse einen vergrößerten Neokortex. Die Tiere waren außerdem anpassungsfähiger und weniger ängstlich. Die Vermutung liegt also nahe, dass das Gen sehr wichtig für die Evolution des Menschen gewesen sein könnte und damit natürlich auch heute von großer Bedeutung für das Menschsein. Aber es gibt natürlich jede Menge kognitive Leistungen, in denen einzelne Tiere uns überlegen sind. Zum Beispiel Schimpansen können in Mustererkennungstests viel schneller das Muster finden als wir. Ja, das habe ich auch gesehen, das ist total krass. Also für die Leute, die das nicht kennen, bei den Schimpansen macht man so einen Test, da hatten die so einen Touchscreen und dann blinken ganz kurz Zahlen auf von 1 bis 10 und die müssen sich dann merken
und dann die richtigen Stellen auf dem Touchscreen in der richtigen Reihenfolge anklicken. Und das können die unglaublich schnell. Also da hat man keinen Menschen gefunden, der das hinkriegt. Der Gleichgewichtssinn von Urzeitreptilien. Die Gruppe der Archosaurier umfasst den gemeinsamen Vorfahren von Krokodilen und Vögeln und all seinen Nachkommen, also auch anderen Dinosauriern und Flugsauriern zum Beispiel. Wie ihr euch vorstellen könnt, kommen da unglaublich viele einzelne Arten zusammen, die sich zu Land, zu Wasser und in der Luft bewegen. Weil die meisten dieser Tiere seit langer Zeit ausgestorben sind und Forschende meistens nur unvollständige fossile Skelette von ihnen kennen, ist es schwierig herauszufinden, wie genau diese Tiere gelebt haben. Paläontologen und Paläontologinnen, und du hast gesagt, ich könnte das nicht aussprechen, suchen deshalb nach Möglichkeiten, viele Informationen aus wenigen Indizien zu gewinnen. Zum Beispiel, indem sie von der Länge und Dicke eines einzelnen Oberschenkelknochens auf die Gesamtgröße eines Tieres schließen. Ein anderes solches Indiz könnte der Gleichgewichtssinn sein. Der besteht aus knöchernen Bogengängen im Innenohr. In diesen Bogengängen befindet sich eine Flüssigkeit, bewegt sich der Kopf des Tieres, folgt die Flüssigkeit wegen der Trägheit erst mit Verzögerung. Die so entstehende Relativbewegung wird von Tasthaaren aufgenommen. So nehmen die Tiere Beschleunigungen wahr. Diese Information dient unter anderem der Bildstabilisierung im Sehsinn. Die drei Bogengänge liegen bei unterschiedlichen Arten in unterschiedlichen Winkeln zueinander und kommen in verschiedenen Größen und Formen vor. Die Vermutung liegt nahe, dass die Gestaltung der Bogengänge direkt mit den üblichen Kopfbewegungen des Tieres und damit mit seinem Verhalten zusammenhängen. Entsprechend werden sie manchmal für Spekulationen über Aussehen und Verhalten von ausgestorbenen Tieren herangezogen. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Naturkundemuseums Stuttgarts untersuchte nun die Gestalt des Innenohrs in bis zu 250 Millionen Jahren alten Fossilien von Archosauriern und verglich sie mit Messungen in lebenden Archosauriern, also Krokodilen und Vögeln. Sie verwendete dafür Computertomographen, was eine besondere Detailgenauigkeit der Messung erlaubt. Überraschenderweise gab es keinen systematischen Zusammenhang zwischen Lebensweise und der Gestalt der Bogengänge. Vögel haben zum Beispiel vergleichbar große Bogengänge, Flugsaurier jedoch vergleichbar kleine. Damit wären einige Spekulationen über Archosaurier in der paläontologischen Literatur wohl substanzlos geworden. Gleichzeitig machten sie aber auch positive Entdeckungen. So seien Unterschiede zwischen der Anatomie der Bogengänge zwischen Krokodilen und Vögeln bereits in Fossilien von vor 240 Millionen Jahren sichtbar. Also kurz nach der Spaltung der beiden evolutionären Linien und bevor man überhaupt schon von so etwas wie Krokodilen, geschweige denn Vögeln, sprechen konnte. Überhaupt sei die Vielfalt der Formen an diesem Punkt der Evolution überraschend groß. Außerdem fanden sie eine neue Hypothese für die unterschiedlichen Ausprägungen der Bogengänge. Sie könnten mit einem besseren Sehsinn einhergehen. So hätten Archosaurier mit besonders großen Augenhöhle auch größere Bogengänge. Das war eine Arbeit von einem erstaunlich großen Team. Dennis, hast du mitgekriegt, wer da alles mitgemacht hat? Ja, und zwar waren an dieser Studie jede Menge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt. Von der Universität São Paulo in Brasilien, der Oxford University, der University of Witwatersrand in Südafrika und weiteren Instituten und Universitäten in Brasilien, Argentinien, in Großbritannien, der Schweiz, Deutschland und in den USA. Ja, es ist eher selten, dass wir in der Biologie so große Kollaborationen finden. Diese scheint mir besonders wichtig zu sein, weil sie neben einer neuen spannenden Hypothese über die Bogengänge und den Sehsinn auch eine der wenigen Beispiele dafür ist, dass mal Theorien verworfen werden. Ja, stimmt. Also meistens werden Veröffentlichungen gemacht, wenn man irgendwie was Positives zu berichten hat. Dass man eine Hypothese verwirft, wird oft gar nicht publiziert. Was natürlich schlecht ist, weil viele auf der Basis jetzt zum Beispiel so einer Hypothese oft spekulieren in ihren eigenen Veröffentlichungen. Und dann verbreiten sich so Ideen und die werden irgendwann als wahr angenommen, obwohl die nie jemand überprüft hat. Deshalb ist es total wichtig, dass man halt solche Überprüfungen macht, wie die das hier gemacht haben. Offensichtlich mit einem riesigen Aufwand. Ich meine, so CTs sind jetzt nicht gerade billig und die müssen ja unglaublich viele Proben gehabt haben. Das waren ja, also es ist ja zu allen eine sehr große Gruppe an Tieren und dann haben sie ziemlich alles gemessen, was sie finden konnten, vom Fossil bis zu lebenden Tieren.
Was ist denn die dritte Nachricht? Ja, da geht's ums Artensterben. Schön, ne? Menschen schlimmer als Meteorit. Wenn wir von Dinosauriern reden, denken wir natürlich auch immer an ihr elendes Ende. Als eines Tages ein Meteor in die Halbinsel Yucatan im heutigen Mexiko einschlug. Die ganzen Effekte, die dieser Einschlag hatte, können wir hier jetzt gar nicht besprechen. Aber die Oberfläche der Erde muss für einige Jahrtausende die Hölle gewesen sein. Extrem lebensfeindlich für die meisten Tiere und Pflanzen. Man schätzt, dass rund 3/4 der Arten zu dieser Zeit ausgestorben sind. Und auch danach blieb die Aussterberate weitere 5 Millionen Jahre lang hoch und es dauerte insgesamt 12 Millionen Jahre, bis sich die Artenvielfalt davon wieder erholte, also einen Punkt erreichte, an dem gleich viele Arten entstanden wie ausstarben. Das ermittelte zumindest ein Team der Uni Gießen. Sie trugen Daten über das Aussterben und Neuentstehen von Süßwasserschnecken über die letzten 200 Millionen Jahre zusammen. Die Sammlung umfasst 3.400 ausgestorbene und lebende Schneckenarten. So haben sie einen Überblick über die Entwicklung der Artenvielfalt in Süßgewässern von der frühen Ära der Dinosaurier bis heute. Die heutige Zeit nennen einige Forscher das Anthropozän, eine Zeit, in der die Erdoberfläche vornehmlich von menschlichen Aktivitäten verändert wird. Denn es gibt praktisch keinen Punkt der Erde, der nicht von Menschen direkt oder indirekt beeinflusst wird. Vom Tourismus auf dem Mount Everest bis zu Plastikmüll im Marianengraben. Durch diese Zerstörung von Lebensräumen, Klimawandel, Ausbeutung von Ressourcen, Umweltverschmutzung und Transport von invasiven Arten bedrohen wir die Ökosysteme weltweit. Das führt zu einem menschengemachten Artensterben. Man spricht sogar vom 6. großen Massensterben der Erdgeschichte. Die gesammelten Daten erlaubten den Forschenden der Uni Gießen, das heutige Artensterben mit dem letzten zu vergleichen. Demnach sei die damalige Aussterberate höher als bisher vermutet, doch die heute beobachtete und zu erwartende Aussterberate läge rund 1000 Mal so hoch wie damals. Sie erwarten, dass in den nächsten 100 Jahren ein Drittel der Süßwasserschnecken verschwunden sein wird. Und es ist anzunehmen, dass es anderen Süßwasserarten ähnlicher gehen wird. Schließlich schätzen sie, dass es auch viel länger dauern wird, bis sich die Artenvielfalt von diesem Schlag erholt. Also länger als 12 Millionen Jahre. Keine schöne Aussicht. Ganz viele Leute fragen immer in diesen Situationen, Süßwasserschnecken, brauchen wir davon alle oder können wir auf ein, zwei verzichten für einen neuen SUV? Ja, das ist natürlich immer so die Frage, die man dann hat. Aber grundsätzlich ist natürlich jede Art wichtig für das Ökosystem, in dem sie lebt. Wenn jetzt diese Süßwasserschnecken aussterben, ist das wahrscheinlich ein Indikator dafür, also ein Zeichen dafür, dass auch andere Süßwasserarten mit betroffen sind und aussterben werden. Diese Süßwasserökosysteme sind extrem wichtig für uns und ich glaube, die Süßwasserschnecken, die gelten einfach als so eine Art Anzeige oder Sensor für die Qualität des Wassers und des Ökosystems. Zweiten Fehler, den viele Leute in dieser Diskussion machen, ist sozusagen zu behaupten, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, man kann nichts mehr tun. Viele dieser Studien legen diesen Schritt nahe, obwohl sie das nie sagen, nämlich es wird noch über 100 Millionen Jahre viel Artensterben geben. Das ist überhaupt gar nicht gesagt, weil es niemals in der Geschichte der Erde eine Spezies gab, die das aktiv verhindern könnte. Wir können das aber aktiv verhindern. Wir können neue Ökosysteme schaffen, bestimmte Schutzräume schaffen und damit dem entgegenwirken. Die Message, die ihr aus einer solchen Nachricht ziehen solltet, wäre nicht, Süßwasserschnecken sind nicht wichtig und wir können eh nichts mehr tun, weil das schon alles vorbei ist, sondern jetzt aktiv werden und helfen, bestimmte Lebensräume zu erhalten, wird eine solche Katastrophe abwenden können. Ja, absolut. Also man kann auf jeden Fall immer was tun. Ne, wenn man nichts tut, wird es halt noch schlimmer. Das ist immer so die... Ja. Das ist halt immer so die Lehre. Ne? Man kann jetzt nicht von heute auf morgen alles wieder heititai und schön machen, aber man kann immer dagegen arbeiten, dass es noch schlimmer wird, als es bisher aussieht. Das stimmt. Das waren unsere drei Meldungen für dieses Mal. Welche war die spannendste? Menschengehen macht Mäuse schlau? Der Gleichgewichtssinn von Urreptilien oder Artensterben, Menschen schlimmer als ein Meteor? Schreibt uns die Antwort in die Kommentare. Und nun gehen wir auf unsere Expedition in die Forschung. Blutmessungen sind eine Standardmethode, mit der ÄrztInnen den Gesundheitszustand von Erkrankten prüfen.
Sobald der Arzt nicht sofort sieht, was man hat, guckt man sich erstmal das Blut an. Und dann misst man bestimmte Parameter in diesem Blut, die alles Mögliche anzeigen können. Viele chronisch Erkrankte, wie zum Beispiel Zuckerkranke, müssen deshalb immer wieder zur Blutabnahme oder sich zumindest regelmäßig stechen, um einen Tropfen Blut für die Zuckermessung zu bekommen. Und natürlich wäre es oft wünschenswert, man würde das sozusagen direkt messen können, ohne dass man erst das Blut abnehmen muss und auch kontinuierlich messen. Unser Gast in dieser Folge ist Carsten Sönnigsen. Er ist Nanoforscher und hat einen Lösungsansatz entwickelt, mit dem man das Leben für chronisch Erkrankte vielleicht ein wenig einfacher machen könnte. Aber was ist Nanoforschung überhaupt? Das ist schwer zu umreißen. Sie umschließt eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Disziplinen. Von Medizin bis zur Biochemie, Chemie, Festkörperphysik. Also für Naturwissenschaftler ist das ein sehr breites Feld. Wir arbeiten ja normalerweise in sehr, sehr engen definierten Bereichen. Ja. Und Nano ist so ein Bereich, der sehr viel Brücken zwischen verschiedenen Disziplinen macht. Aber wenn so viele verschiedene Disziplinen zusammenkommen, was macht dann Nanoforschung aus? Eigentlich bedeutet es nur, dass man sich mit Objekten einer bestimmten Größe beschäftigt. Nanometerskala ist ja etwas, was kleiner ist als Mikrometer. Mikrometer sind tausendmal weniger als ein Millimeter. Also nochmal tausendmal weniger ist dann ein Nanometer. Und das ist so die Größe zwischen der Atome. Die Atome sind so ein Zehntel Nanometer groß, bis hin zu so einem Mikrometer. Das ist dann schon eher so eine Art Staubkorn. Da sind zum Beispiel ja auch die Viren. Ne? Coronaviren sind etwa 100 Nanometer groß. Das ist jetzt für uns in der Nanoforschung schon gerade so das Ende, sage ich mal, das größte Ding. Meistens beschäftigen wir uns mit Sachen, die so zwischen 10 und 100 Nanometer groß sind. Und auf dieser Skala entstehen viele interessante Dinge. Zum Beispiel kommen wasserabweisende Oberflächeneigenschaften häufig von der Nanostruktur der Materialien. Die gesamte Biochemie basiert praktisch auf dieser Skala. Sönnigsen beschäftigt sich mit metallischen Nanopartikeln. Das sind also Kristalle, kann man auch sagen, so Nanokristalle aus Metallen, insbesondere aus Edelmetallen. Gold und Silber sind da sehr beliebt, weil sie dann nicht weiter reagieren. Gold ist mit so das stabilste Material, was eben nicht oxidiert und damit besonders stabil ist. Und das stellt sich halt heraus, dass das gerade in der Nanometerskala besonders bunte Farben hat. Aber kommen wir zurück zu unserem Problem. Wir wollen eine Möglichkeit finden, kontinuierlich über einen langen Zeitraum Stoffkonzentrationen im Körper zu messen. Das bedeutet, wir müssen einen Sensor implantieren. Ein Implantat zu entwerfen, ist aber gar nicht so simpel. Unser Körper toleriert halt nichts, was sozusagen nicht zu ihm gehört, nicht? Und deswegen muss man das schon gut verstecken. Und Dinge, die er an sich gar nicht so abstößt, aber irgendwie, die da nicht so ganz hingehören, die kapselt der Körper einfach ein. Ja, das ist so eine Vorstufe sozusagen des Abstoßens. Es muss gar nicht unbedingt zu einer richtigen Abstoßung kommen, aber es kommt einfach zu einer Umkapselung. Das ist ja im Prinzip für ein Implantat erstmal gar nicht so schlimm, wenn man jetzt einen Zahnimplantat hat oder einen Knochen oder ein Hüftgelenk oder so. Aber für einen Sensor ist das natürlich tödlich. Der will ja gerade in Kontakt mit dem Ganzen sein. Also der muss irgendwie... das sind so ein paar Problemfelder, die es sehr schwierig machen, sag ich mal, einen Sensor in den Körper zu bringen. Mal davon abgesehen, dass der vielleicht ja auch irgendwie Energie braucht und nicht toxisch sein soll und dauerhaft funktionieren. Und also es gibt ja jede Menge andere technische Probleme noch. Ein anderes Problem betrifft das Molekül, mit dem man den zu messenden Stoff detektieren kann. Der klassische Weg, etwas nachzuweisen, ist einen Farbstoff zu nehmen. Das kennt jeder wahrscheinlich von so pH-Papier zum Beispiel, was dann mit einer bestimmten Farbe auf den pH-Wert reagiert. Und solche Farbstoffe gibt es im Prinzip wie Sand am Meer. Der Nachteil für einen implantierten Sensor ist, dass Farbstoffe eigentlich immer dazu neigen, mit der Zeit auszubleichen. Das liege wohl daran, dass die Farbstoffe Energie aus dem Licht aufnehmen, deshalb verschiedene Reaktionen eingehen und darum verblassen. Das ist natürlich für einen Sensor sehr unpraktisch, gerade wenn man halt einen Sensor machen möchte, der vielleicht ein Leben lang etwas nachweisen soll, wie zum Beispiel für einen Diabetiker. Ja, der möchte das ja nicht für 2 Wochen oder 4 Wochen oder so haben, sondern für mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte.
Carsten Sönnigsen hat Lösungsansätze für beide diese Probleme. Er ist Professor für physikalische Chemie an der Universität in Mainz, wo er die Arbeitsgruppe für Nanobiotechnologie leitet. Und sein Einstieg in den akademischen Werdegang war ungewöhnlich. Man würde das heute so als Schnupperstudium bezeichnen. Also ich habe schon meine ersten Scheine in Physik gemacht, als ich noch zur Schule ging. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich das so hingekriegt habe. Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, also in Hamburg, nicht, wo man relativ schnell an die Universität kam. Physik hat mich interessiert, weil ich so gerne so Rätsel lösen mag. Und dann musste man damals ja noch Zivildienst machen. Während der Zeit habe ich dann fleißig weiter studiert. Als ich dann offiziell anfing zu studieren, habe ich dann eigentlich nur noch meine Prüfungen abgelegt zum Vordiplom. Damals wollte ich Teilchenphysiker werden. Teilchenphysik ist so das Spannendste, das Elementarste in der Physik. Was ist sozusagen die Bestandteile der Materie, also noch kleiner als das Elektron und Proton? Was ist denn da drin und wie hängt das alles zusammen? Gerade auch in Hamburg sehr populär. Aber noch viel wichtiger war mir auch mal ins Ausland zu kommen. Und da hatte ich dann die Chance, nach Cambridge zu gehen, was halt super attraktiv für mich war. Und dort musste ich mir dann ein Projekt aussuchen und da gab es eine Liste. Und da habe ich dann einfach auf dieser Liste geguckt, was ist da interessant. Und das war etwas in Richtung Kolloidforschung. Da kam ich so ein bisschen zum ersten Mal so auch Richtung Chemie. Das ist so ein bisschen Teil, so ein Gebiet, was so ein bisschen an der Grenze ist, und zur Mikroskopie. Und da habe ich also entdeckt, dass mich Mikroskopie sehr interessiert. Das konnte ich auch so ganz gut. Ich fotografiere auch gerne und so die Optik und so, das hat mir alles viel Spaß gemacht. Da habe ich mir dann überlegt, hinterher meine Doktorarbeit doch um irgendwas Mikroskopischen zu machen. Und bin dann sehr weit in Deutschland rumgekommen, habe mir so bestimmt 15 Plätze angeguckt und mich mal beworben auf Doktorandenstellen. Und dann bin ich in München hängen geblieben in der Nanoforschung. Und das verfolgt mich sozusagen seitdem, dass ich Nanoforschung mache. Mich hat das unheimlich fasziniert, wie gerade metallische Nanopartikel, wie tolle optische Eigenschaften die haben und wie man sie halt einsetzen kann für die Biosensorik. Und das kombiniert so ein bisschen mein Physik-Fable mit etwas, was ich ebenso wichtig finde, ist so das medizinisch-biologische und die Verständnis des menschlichen Lebens oder des Lebens insgesamt auf molekularer Basis. Er forscht also an metallischen Nanopartikeln als Sensoren für biologische Moleküle. Die sind auch sein Lösungsansatz für das Problem des Ausbleichens. Denn wie er schon erwähnte, sind Gold-Nanopartikel bunt. Und diese Eigenschaft macht man sich tatsächlich schon lange zunutze. Es gibt Kirchenfenster, die mit so solchen metallischen Nanopartikeln gefärbt sind. Das hat man zufällig mal irgendwann quasi entdeckt, ohne dass man wusste in der Zeit, als man die Kirchenfenster gemacht hat, natürlich, dass es überhaupt Nanopartikel gibt, beziehungsweise dass es überhaupt Atome gibt. Aber man hat einfach durch Ausprobieren versucht halt auch sehr naheliegend, ne, dass man vielleicht mal sowas wie ein bisschen Gold oder auch ein anderes Metall mal in so eine Glasschmelze reinschmeißt, um zu gucken, was passiert. Das, glaube ich, kann man sich schon gut vorstellen. Und wenn das dann halt zufälligerweise die Bedingungen gerade richtig sind und sich dann da die Chemie, sag ich mal, richtig einstellt, sodass diese Schmelze dann so kondensiert in kleinen Partikeln, dann kriegt man halt einen sehr bunten Eindruck. Eine sehr, sehr stabile Farbe auch und wunderbar leuchtende Farbe, ja. Und diese Gold-Nanopartikel können nicht ausbleichen, weil ihre Farbe eben nicht durch Absorption von Licht entstehen, wie bei den üblichen Farbstoffen, sondern durch ihre physikalische Struktur. Okay, prima, wir haben farbige Partikel, die nicht ausbleichen. Aber Gold ist ja bekannt dafür, dass es nur ganz schlecht mit irgendwas reagiert. Wie können also Gold-Nanopartikel als Sensoren funktionieren? Dazu müssten sie ja eigentlich mit dem Molekül interagieren, das sie messen sollen. Erstmal richtig ist es, die Nanopartikel an sich reagieren mit ihrer Farbe nicht auf einen spezifischen Analyten. Analyten sind die Stoffe, die gemessen werden sollen. Also zum Beispiel Blutzucker oder ein Krebsmarker. Und um so einen Analyten nachzuweisen, braucht man auf der Oberfläche der Goldpartikel erstmal einen Rezeptor. Also etwa ein Molekül, was diesen Analyten spezifisch bindet, also nur diesen Analyten bindet und sonst nichts. Das nennen wir einen Rezeptor. Und diese Rezeptoren zu finden oder herzustellen und dann auf Goldpartikel zu bekommen, ist die große Kunst. Es gibt
erstmal in der Medizin ganz viele verschiedene Rezeptoren. Antikörper kennt, glaube ich, jeder so als Rezeptor für bestimmte Moleküle, nicht? Allerdings, nämlich aus den Corona-Antikörper-Schnelltests. Es gibt auch andere Arten von Rezeptoren. Wir benutzen sogenannte Aptamere. Das sind kurze Stücke aus DNA, die man eigentlich missbraucht. Also DNA ist ja normalerweise die Erbinformation, aber man kann aus denen auch Rezeptoren bauen, kann aus denen alles Mögliche bauen. Das ist irgendwie ein ganz heißes Feld, gerade in der Chemie, dass man daraus auch Materialien baut. Und die befestigt man dann auf den Golpartikeln. Das macht man entweder direkt oder über einen Zwischenschritt. Das ist dann sozusagen Chemie. Und Ihre Frage war ja auch, wie geht das überhaupt, dass man auf Gold etwas befestigt? Es ist schon richtig, dass Gold sehr ungern chemische Verbindungen eingeht. Der einzige Weg, das zu machen, ist eigentlich über die Schwefelatome. Also Schwefel hat eine gewisse Affinität auf Gold und man kann also über Schwefelbrücken, sogenannte Thiole, sagt man in der Chemie, relativ gut Moleküle auf Gold, auf Goldoberflächen befestigen. Okay, Sie hatten also einen Rezeptor aus DNA. Warum DNA? Man muss natürlich versuchen, wenn man jetzt so einen Rezeptor entwickelt, aussucht für so einen implantierbaren Sensor, einen Rezeptor zu wählen, der dann auch diese Stabilität ermöglicht. Natürlich nützt es nichts, wenn mein Rezeptor mit der Zeit kaputt geht. Dann nützt mir ja nichts, dass meine Nanopartikel an sich noch da sind. Dann sind sie nicht mehr reaktiv. Das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Das ist etwas, was nicht einfach ist, aber was machbar ist. Es ist ja nicht so, dass organische Moleküle, also es sind ja meistens organische Moleküle, die man da nimmt, dass organische Moleküle per se immer kaputt gehen. Das sind ja eher so die Farbstoffe, die deswegen sehr schnell reagieren, weil sie halt durch die Lichtenergie erstmal Energie bekommen und dann zum Beispiel mit Sauerstoff dann Reaktionen eingehen. Und ein organisches Molekül, das für seine Stabilität bekannt ist, ist eben DNA. Letztendlich ist das wahrscheinlich auch evolutionär gesehen der Grund, warum sich das als Erbmaterial angeboten hat oder warum Zellen die Natur, sag ich mal, diese Erfindung gemacht hat. Nicht, man hat ja 10.000 Jahre alte DNA-Fragmente noch aus Mammutzähnen herausgeholt und wir wissen auch alle, dass man in der Kriminalistik DNA auch noch sehr lange nachweisen kann. Also es ist ein sehr stabiles Molekül. Das macht es extrem attraktiv und ist auch ein Molekül, was sehr, sehr divers ist. Nicht mehr. Wir wissen ja alle, dass man aus diesen Basenpaaren beliebige Abfolgen machen kann und dass man also über verschiedene Kombinationen dieser Basenpaare dann ganz, ganz schnell ganz, ganz viele verschiedene Strukturen herstellen kann. Dennoch sagt auch Carsten Zönnigsen, dass es eine Herausforderung ist, einen ausreichend stabilen Rezeptor für den jeweiligen Zweck zu designen. Die Metallpartikel, die haben eine Farbe, weil sie eine kleine Antenne sind, eine Antenne für Licht. Licht ist ja auch wie eine Radiowelle, nur es geht schneller und hat kleinere Wellenlängen. Und da ist sozusagen sind die Nanopartikel dann die Antennen für diese Wellenlänge, sagt man, das Licht, das der elektromagnetischen Strahlung. Und wenn jetzt irgendwas in der Nähe ist, dann ändert sich so ein bisschen diese Farbe. Das ist so ein bisschen so, wie man vielleicht bei einem Radio, gerade so älteren Radios, dass man da so ein bisschen die Frequenz verstimmen kann, wenn man da so in die Nähe geht. Also ich weiß nicht, so die Älteren vielleicht von uns erinnern sich vielleicht daran, dass man früher so manchmal so ein Radio durcheinander bringen konnte, wenn man da so in die Nähe kam und wegging. Ja, heutzutage ist das ja digital und so weiter, geht das alles viel besser. Aber das ist sozusagen derselbe Effekt. Wenn etwas in der Nähe der Partikel ist, gerade wenn sich da etwas verändert, dann ändert das so ein klein wenig diese, wir sagen, die Resonanzfrequenz, also die Farbe der Partikel, für die quasi passen. Ja, für die Antenne passt ja immer für eine bestimmte Farbe des Lichtes, eine bestimmte Wellenlänge. Und wenn jetzt
an Analyt bindet, dann ändert sich etwas in der Umgebung. Vielleicht wird auch der Rezeptor, ändert so ein bisschen seine Gestalt, ja, beugt sich vielleicht so ein bisschen zusammen. Und das sieht man dann in einer kleinen Farbänderung. Diese Farbänderung ist sehr, sehr winzig. Man sieht die mit dem Auge nicht. Man braucht dafür ein Messgerät. Puh, das war jetzt eine ganze Menge. Lass mich das mal zusammenfassen. Wir wollten ein Sensormolekül, das möglichst über einen langen Zeitraum farbstabil bleibt, also nicht ausbleicht. Deshalb nimmt Carsten Sönnigsen Gold-Nanopartikel. Die sind farbig, weil, und das ist total verrückt, sie die richtige Größe haben, um als Antennen für Licht zu funktionieren. Ganz so wie Antennen für Radiowellen. Weil Licht elektromagnetische Strahlung ist. Genauso wie Radiowellen. What? Mind blown. Und damit diese Gold-Nanopartikel das Zielmolekül für eine Farbänderung anzeigen können, müssen sie es binden. Wollen sie aber nicht. Deshalb binden die Leute in der AG Nanobiotechnologie ein Sensormolekül aus DNA mit einer ganz bestimmten Reaktion an das Gold. Und wenn jetzt das an das Goldpartikelchen gebundene Sensormolekül das Zielmolekül bindet, verändert das die Antenneneigenschaften des Goldpartikels und damit dann auch ein ganz kleines bisschen seine Farbe. Und das muss man dann messen. Wahnsinn! Ach ja, und dann gab es ja noch das Problem mit der Verkapselung. Die Lösung dazu erfuhr Carsten Sönnigsen ganz nebenbei. Das habe ich in einem Gespräch während meiner Postdoc-Zeit in San Francisco mal so beim Abendessen erfahren und das fand ich super faszinierend. Und der Clou sind makroporöse Hydrogele. Das hat wohl so eine Konsistenz von Gelee? Also man kann sogenannte makroporöse Hydrogele so machen, dass der Körper die als Art Gewebe annimmt und wirklich auch Adern da durchschickt und das Ganze wächst so ein, dass es sich gar nicht umkapseln kann. Und als er all diese Teile theoretisch zusammen hatte, kam ihm also die Idee. Wenn man in so eine Matrix aus einem Hydrogel, so makroporösen Hydrogel, sagen wir, wenn man da Gold-Nanopartikel einbetten würde, die dann einen bestimmten Stoff, also an, wie sagen, an Analyten nachweisen können, dann hätte man sozusagen einen Sensor unter der Haut, der reagiert mit einer Farbveränderung auf einen beliebigen Analyten, den man vorher festgelegt hat. Carsten Sönnigsen hatte also diese tolle Idee schon als Postdoc, also vor einer ganzen Weile. Aber spätestens als Professor konnte er doch sicher seine Idee dann einfach so verwirklichen, oder? Mir war eigentlich von Anfang an klar, dass man so eine Art Sensor nur dann vernünftig testen kann, ob er funktioniert, wenn man das tatsächlich auch an lebenden Objekten, also sprich an einem Versuchstier macht. Ja, weil ein Sensor, so einen Sensor zu bauen, der etwas an Analyten nachweist, in einem Reagenzglas, also im Labor sozusagen, ist nicht weiter schwer. Aber die Herausforderung ist halt, so etwas in einem lebenden Säugetier, sag ich mal, sozusagen immer noch hinzukriegen. Also auch durch die Haut und mit all den ganzen Komplikationen, die natürlich auch die Farbveränderungen, die man halt auch die Haut so hat. Ja, und das ist natürlich für jemanden, der jetzt aus dem Bereich der Chemie kommt, Physik kommt, nicht so naheliegend, ne? Dass man irgendwie mal eben etwas mit dem Tier macht. Und Tierversuche macht man nicht einfach so. Für Jahre blieb die Idee an dieser Hürde hängen. Über Kontakte sozusagen habe ich erfahren, dass jemand in Mainz eine Stelle sucht, der Erfahrung mit Tierexperimenten hat, der Thies Schröder, und der auch schon mal so ähnliche Sachen gemacht hat. Und den habe ich dann kennengelernt. Wir haben uns unterhalten und der hat also sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt auch entwickelt und hat sozusagen genau die komplementären Fähigkeiten gehabt zu dem, was ich so mitbringe, ja. Und zusammen mit vielen weiteren Mitarbeitern haben wir dann zusammen auch noch die Frau Käfer, die diese Studie als ihre Doktorarbeit gemacht hat, gefunden, die dann sozusagen dieses Projekt dann auch vorangetrieben hat. Und alle die Leute, die dann noch auf dieser Veröffentlichung stehen, die haben dann immer Teilaspekte sozusagen da auch noch mit beigetragen, ja, von den Nanopartikelnherstellungen und deren Funktionalisierung bis hin zu den Tierexperimenten und der dafür nötigen Facility sozusagen, wo man überhaupt sowas machen kann. Die Tiere muss man auch irgendwie halten und das wird ja auch in einer Narkose dann gemacht und so. Das ist also nicht einfach so, dass man das mal eben mal so schnell machen kann. Das muss man schon natürlich mit Leuten zusammen machen, die wissen, wie man sowas tut.
Aber noch einmal langsam. Was genau muss man denn alles machen, bevor man Tierversuche machen kann? Erstmal kennt man sich natürlich damit gar nicht aus. Nicht? Das ist ja die erste Hürde. Man weiß ja gar nicht, was man tun muss. Dann kam halt, wie gesagt, der Thies Schröde nach Mainz. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich über gewisse Mittel verfügte, noch, die mir die Universität zur Verfügung gestellt hat, dass ich meine Professur bekommen habe. Und wir haben dann einfach die nötigen Gerätschaften gekauft. Also so eine Narkoseeinheit und später dann noch einen sogenannten, so einen Schrank, wo man so die Tiere so halten kann und gewisse Dinge, die man einfach braucht in einem Labor, wo man Tierversuche machen darf. Und wir hatten Gott sei Dank auch überhaupt einen Raum dafür. Das ist ja auch immer gar nicht so einfach, ein Labor zu finden, wo man Platz hat. Damit ist es natürlich noch lange nicht getan. Man muss auch wissen, wie es geht. Also man muss da natürlich auch eine gewisse Expertise dann ja erstmal nachweisen, bevor man so einen Tierversuchsantrag stellen kann. Und da hat also auch der Thies Schröder sich sehr engagiert. Und wir hatten gerade in der Anfangszeit auch, hatte er dann Kontakt zur Unimedizin, zu dem Herrn Kemski, der dort eine kleine Tiereinheit aufgebaut hat und geleitet hat. Und glücklicherweise waren die so nett, dass sie sich sozusagen auch für dieses Projekt interessiert haben und da also ganz viel auch praktisch mitgeholfen haben, uns gezeigt haben, wie man zum Beispiel so eine Ratte anästhesiert, wie man da auch dann diese Operationen durchführt, sodass man da so einen Sensor unter die Haut bringt. Und all diese Dinge hätten wir ohne deren Unterstützung auch so nicht hingekriegt. Es gibt natürlich auch Schulungen. Der Käfer hat natürlich da auch die entsprechenden Kurse besucht. Professor Sönnigsen persönlich hat die Ausbildung nicht gemacht und deshalb natürlich auch nicht die Versuche. Das hat halt die Katharina Käfer zusammen mit dem Thies Schröder und später dann noch mit der Katja Krüger, die das Projekt dann übernommen hat von der Frau Käfer, durchgeführt und wie gesagt mit den Kollegen aus der Medizin zusammen. Womit er auch keine Erfahrung hatte, sind die Schwierigkeiten, die sich dadurch ergeben, dass Lebewesen viel weniger berechenbar sind als so ein Reagenzglas. Ich musste das Projekt auch ja wissenschaftlich begleiten und es ist schon so, dass man auch erstmal lernen muss, mit so Daten umzugehen, die man jetzt in so einem Tier gemessen hat. Es ist doch für jemand, der sonst so im Labor misst, eine ganz andere Welt. Nicht? Man hat normalerweise, machen wir Experimente an, sagen wir mal, 1000 Nanopartikeln parallel und das Experiment wiederholen wir 10-mal und dann haben wir 10.000 Datenpunkte. Wenn man mit Tieren Experimente macht, dann ist man froh, wenn man 10 hat. Ja. Also das ist, also meistens fängt man mit 10 an und dann 2-3 Tieren geht es irgendwie nicht gut und dann lässt man die rausfallen und in einem Tier, also irgendwie, es geht immer irgendwas schief und man hat am Ende vielleicht 5, wo man tatsächlich Daten gewinnt. Ja. Und also da muss man mit sehr viel weniger an Messdaten irgendwie klarkommen und das Ganze ist auch nicht so gut kontrolliert, ja. Also so ein Sensor, der unter der Haut ist, der kann auch sich zum Beispiel mal so verbiegen, kann irgendwie ein bisschen zerbrechen und dann 2 Teile zerbrechen und dann hat man plötzlich 2 Sensoren, die so ein bisschen in der Nähe liegen. Also das sind lauter so Dinge, die, wo ich mir, also wenn man halt so Physik Experimente macht oder Chemie-Experimente, dann würde man an der Stelle einfach nochmal von vorne anfangen. Dann würde man sagen, das Experiment hat nicht geklappt. Aber ich meine, so ein Versuchstier, das ansonsten glücklich und zufrieden ist, das macht man natürlich dann macht man natürlich weiter mit dem Tier, nicht? Also das würde man ja jetzt nicht aufhören an der Stelle. Ist ja ganz klar. Allerdings, nach den geltenden Regeln für Tierversuche soll man natürlich sorgsam mit den Tieren umgehen und nicht unnötig viele verwenden. Den Tieren geht es im Übrigen bei uns sehr gut, will ich mir nochmal dazu sagen. Also, weil das ist natürlich auch ethisch immer eine Sache, wo wir uns auch immer viel Gedanken machen. So ein Tier, dem möchte man ja auch ein vernünftiges Leben ermöglichen. Und den Ratten bei uns, glaube ich, denen geht es ausgesprochen gut. Die werden sehr liebevoll gepflegt und die merken also an dieser ganzen Geschichte gar nichts. Sie kriegen ihr Implantat in einer Narkose verpasst und auch die Experimente laufen unter Narkose ab.
werden da ganz professionell überwacht von einer zweiten Person, die die Narkose überwacht. Und es ist also so, dass die auch dann lange Zeit noch dann bei uns weiter ihr Dasein fristen können, in wie gesagt, dann mit artgerechter Haltung und liebevoll gefüttert und getätschelt. Denen geht es wirklich da sehr gut. Nun hatte die Forschergruppe also alles beisammen. Die Räume, die Tiere, die Ausrüstung, die MitarbeiterInnen, die Ausbildung und auch die Genehmigungen. Aber jetzt konnten sie endlich ihre Idee schnell testen, oder? So einen Sensor überhaupt erstmal herzustellen, hat schon mal sehr, sehr lange gedauert, bis man das so hingekriegt hat, dass wir wirklich die beschichteten Nanopartikel in so einer Hydrogelmatrix mit großen Poren drin, wo Adern reinwachsen, dass wir so etwas hergestellt haben. Und als wir das dann geschafft haben und das auch tatsächlich eingewachsen ist in den Tieren, mussten wir dann ja noch ein Gerät bauen, um dann auch die Farben ganz genau zu messen. Das Gerät braucht man nicht nur, weil man kleine Farbänderungen messen muss, sondern auch, weil die Farbänderungen im Infrarotbereich passieren. Die könnte man mit bloßem Auge also gar nicht sehen. Im Infrarotbereich sind die Partikel aber stark gefärbt, so dass man die Änderungen auch durch die Haut messen kann. Das hat auch eine ganze Weile gedauert und war auch gar nicht so einfach, so ein Gerät dann so zu machen, dass es halt auch wirklich zuverlässig das messen kann, durch die Haut sozusagen durch. Ja. Und da diese Farbveränderungen sehr, sehr klein sind, muss das sehr präzise passieren. Und dafür haben wir halt mehrere Geräte gebaut. Also das ist jetzt, glaube ich, sind wir bei der dritten Generation. Wir haben immer wieder das verbessert, um das halt noch genauer, noch benutzerfreundlicher auch zu gestalten, so ein Gerät. Dann war natürlich die Frage, für welchen Stoff machen wir das sozusagen? Und da haben wir uns dann entschieden, eben nicht Diabetes erstmal zu machen, sondern ein Medikament zu nehmen. Es war auch so ein bisschen pragmatische Entscheidung, weil wir für dieses Medikament einfach einen geeigneten Rezeptor hatten. Und diesen Rezeptor, den konnten wir bestellen. Und dann haben wir also für dieses Antibiotikum haben wir dann sozusagen immer das dann den Tieren injiziert und geguckt, ob unser Sensor entsprechend die Farbe ändert. Und natürlich geht Wissenschaft nicht immer sofort glatt. Und manchmal klappt es auch einfach nicht, das muss man ja auch sagen. Also manchmal sind die Sensoren auch so, dass die dann doch nicht so richtig durchblutet wurden. Und dann kommt natürlich auch von dem Antibiotikum nichts da an. Das war mir auch entgangen. Die Durchblutung ist nicht nur wichtig, um Verkapselung und Abstoßung zu vermeiden. Das Blut muss natürlich auch den Stoff zum Sensor bringen. Und wenn man dann einen implantierten Sensor hat, der auch gut durchblutet zu sein scheint, dann ist man sich immer noch nicht sicher, ob man da jetzt wirklich sieht, was man glaubt zu sehen. Aber die Frage ist ja mal, diese Veränderung, ist das jetzt Zufall oder ist das wirklich, weil ich etwas zugegeben habe? Also weil ich dieses Medikament zugegeben habe, deswegen hat sich mein Sensor verändert. Und an der Stelle habe ich dann meinen Mitarbeiterinnen da geraten, also wenn man das nicht so genau weiß, okay, dann gebe ich mal verschiedene Mengen zu. Und wenn das dann in die richtige Richtung geht, also wenn ich mehr zugebe und ich messe dann auch mehr, dann bin ich eigentlich schon ziemlich sicher, dass das echt ist. Ja, weil es wäre irgendwie schon merkwürdiger Zufall, wenn das immer in dieselbe Richtung geht. Also insbesondere, wenn ich das jetzt mehrfach mache, nicht? Also ich gebe eine Menge zu, zweite dann doppelt so viel und dann vielleicht nochmal doppelt so viel und es geht immer so weiter, nicht? Und das war letztendlich auch dann das Experiment, was wir veröffentlicht haben, wo wir gesagt haben, jetzt glauben wir das wirklich, dass das stimmt, also dass das, was wir da messen, tatsächlich echt ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den alle Wissenschaftler, die Experimente machen, verinnerlichen. Man muss Zufallsergebnisse ausschließen. Die Gruppe von Carsten Sönnigsen hat einen Sensor für ein Antibiotikum entwickelt und will jetzt wissen, ob der richtig funktioniert. Tatsächlich haben sie ein Signal bekommen, aber kommt das wirklich daher, dass der Sensor das Antibiotikum bindet? Um sich zu vergewissern, haben sie getestet, ob das gemessene Signal auch stärker wird, wenn sie mehr Antibiotikum verabreichen und schwächer, wenn sie weniger verabreichen. Also ob das Signal mit dem Antibiotikum korreliert. Frau Käfer, die Doktorandin, und Frau Krüger haben diesen Versuch mehrfach wiederholt. Auch das muss man als experimenteller Wissenschaftler machen, um wirklich sicher zu gehen. Außerdem wurden auch noch einige weitere Versuche gemacht, um Fehler auszuschließen und verschiedene Eigenschaften des Sensors zu testen.
Und schlussendlich war dann klar, es hat geklappt, die Sensoren funktionieren in der Ratte. Prima, jetzt ist die Frage, was passiert als nächstes? Natürlich würde Carsten Sönnigsen gerne sehen, dass die Technologie den Weg in den Patienten findet. Dazu muss sie aber natürlich auch im Menschen getestet und für den Menschen angepasst werden. Viele medizinische Fragestellungen, würde ich das jetzt mal so sagen, die sind da noch offen. Aber es liegt natürlich auch in der Natur der Dinge, dass wir keine Mediziner sind und solche Experimente jetzt am Menschen schon mal gar nicht durchführen könnten und auch nicht wollen letztendlich. Das ist etwas, was ich denke, in den Bereich der Medizin gehört. Was man zum Beispiel herausfinden müsste, wäre, wie die Sensoren in der menschlichen Haut funktionieren. Die Haut von Ratten und Menschen ist ja vielleicht nur bedingt vergleichbar. Diese Ratten, die wir benutzt haben, so genannte haarlose Ratten, also das ist ein bestimmter Rattenstamm, der, man könnte auch sagen, so Nacktratten würde ich das jetzt noch nennen, also die haben kein Fell. Die werden schon durchaus gerne benutzt als Modell für die menschliche Haut. Also das ist nicht so, dass das jetzt ganz unüblich ist. Wir sind auch extra auf Ratten gegangen und nicht bei Mäusen, was ja sonst viel benutzt wird als Versuchstier, weil die tatsächlich eine sehr dünne Haut haben. Noch besser wären Schweine. Also Schweinehaut ist wohl der menschlichen sehr ähnlich, gerade in bestimmten Bereichen, ich weiß nicht, am Bauch oder so, haben Schweine eine Haut, die sehr stark der menschlichen ähnelt. Aber ich meine, aus naheliegenden Gründen ist das jetzt nicht so einfach. Ich glaube, die Universität würde sich auch bedanken, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte da jetzt Schweine halten. Bei der Übertragung auf den Menschen muss man, was die Haut angeht, vielleicht auch darauf achten, dass sich die Haut im Laufe des Lebens verändert. Die Haut älterer Menschen, die ja häufiger an chronischen Erkrankungen leiden, ist anders als die jüngerer Menschen. Und auch wie die Sensoren mit verschiedenen Hautpigmentierungen funktionieren, müsste man erst ausprobieren. Aber medizinische Fragen werden nicht von der Arbeitsgruppe Nanobiotechnologie beantwortet werden. Carsten Sönnigsen möchte trotzdem seinen Teil tun, dass die Technologie ihren Weg in die Anwendung findet. Ich bin davon überzeugt, dass die gut funktionieren kann und möchte dafür beitragen, dass die halt auch weitergetrieben wird in der medizinischen Anwendung, indem ich mit Medizinern zusammen dann da Entwicklung vorantreibe. Aber es ist sicherlich so, dass meine Kompetenz dann eher im Bereich der Messtechnik und vielleicht auch teilweise im Bereich der Chemie da liegt. Und das ist auch das, was jetzt in meiner Arbeitsgruppe da eher, wo wir mit eher uns beschäftigen. Also wie kann man zum Beispiel diese Auslesegeräte noch besser bauen, sodass die noch genauer da die Farbe dieser Partikel messen können? Wie können wir die Nanopartikel so machen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Farbe ändern oder wie können wir diese Implantate noch besser herstellen, dass die vielleicht auch mehrere Analyten nachweisen können. Solche Arten von Fragen, das ist eher was in meiner Arbeitsgruppe, wo wir Kompetenz haben und wo wir auch Ideen haben und an der Stelle forschen wir. Aber man könnte sich ja für die klinische Entwicklung auch Partner suchen, die entsprechenden Kompetenzen und Möglichkeiten haben. Ja gut, also natürlich suchen wir Kooperationspartner und das sind auch schon einige im Gespräch. Ist jetzt noch nicht so weit gediehen, dass wir jetzt tatsächlich schon eine Kooperation haben. Der nächste Schritt wäre da auch erstmal, dass man dann den entwickelt und dann auch einen Projektantrag stellt. Nicht? Man muss ja auch für solche Sachen immer erstmal Geld irgendwie einwerben. Und dann ist es natürlich in der Wissenschaft ja auch üblich, dass man Sachen publiziert und die Publikation soll ja auch dazu dienen, dass man sozusagen anstößt, dass andere Leute das auch machen können. Das ist halt in der Wissenschaft so üblich und auch gewollt. Natürlich hat man immer den Anspruch, dass man am liebsten immer irgendwie überall dabei ist und das dann selber vorantreibt. Allerdings freue ich mich natürlich auch, wenn andere auf den Zug aufspringen und das auch machen. Das ist irgendwo Konkurrenz natürlich, aber das gehört zur Wissenschaft halt dazu und wir werden ja auch bezahlt
sozusagen unabhängig davon, ob wir jetzt ein Produkt entwickeln oder nicht. Wir sind ja an der Universität erstmal auch für andere Dinge beschäftigt. Und das ist halt sozusagen, wie die Wissenschaft funktioniert, nicht? Also man veröffentlicht Dinge und schafft sich sozusagen damit die eigene Konkurrenz und hofft dann, dass das ganze Feld vorangeht und stellt sich sozusagen dem Konkurrenzdruck. Also das geht sozusagen in beide Richtungen. Ne? Also einerseits machen wir weiter und andererseits hoffen wir und fürchten gleichzeitig ein bisschen, dass andere uns da nachmachen. Und ich hoffe mal einfach, dass die uns dann nicht völlig überholen und uns dann links liegen lassen. Tatsächlich hat es auch etwas für sich, als Pionier neue Wege für Forschung und Entwicklung aufzutun. Also das, was ich zum Beispiel in meiner Doktorarbeit gemacht habe, das Thema, dass man überhaupt mit diesen Nanopartikeln Sensorik macht, das war damals ganz neu und wir waren damit eine der ersten Gruppen, die sowas überhaupt gemacht hat. Und das ist inzwischen so, dass das Hunderte, wenn nicht gar Tausende auf der Welt gibt, die in der Richtung was machen. Und das ist natürlich auch irgendwie schön, ja. Und wohin könnte diese Entwicklung der Medizin uns bringen? Also ich stelle mir vor, dass sich die Medizin in den nächsten, ja, sagen wir mal, 30 Jahren ganz extrem stark weiterentwickelt in eine Richtung, wo man sehr viel stärker mit Messdaten medizinische Entscheidungen fällt und Therapien und Behandlungen durchführt. Und dass wir sehr viel stärker uns auf die molekularen Grundlagen der Krankheiten, dass wir da sehr viel besser verstehen, was da eigentlich genau passiert für bestimmte Krankheiten und dass wir dann auch sehr viel zielgerichteter uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und man sieht ja jetzt auch in der Corona-Pandemie erste Hinweise darauf, dass sowas ja schon stattfindet, nicht, dass wir sozusagen solche Viren standardmäßig inzwischen erkennen und nachweisen und dass wir sozusagen nicht, dass wir weg sind davon, dass wir zum Arzt gehen und der uns, sage ich, abhört und sagt, das hört sich jetzt nicht gut an, das ist wahrscheinlich eine Bronchitis oder so, sondern dass wir einen Test machen, ne? Dass wir irgendwie einen Nasenabstrich machen oder so und dann sehen wir, das ist dieser Virus, das ist jener Virus. Und dafür sind, glaube ich, implantierbare Sensoren durchaus ein Baustein, der ganz wichtig ist, dass man, das wird natürlich jetzt nicht der einzige Baustein in der Medizin, das ist ganz klar. Natürlich werden auch weiter Bluttests, klassische Bluttests eine Rolle spielen für chronische Dinge, also Sachen, die chronische Krankheiten, die über längere Zeiträume ablaufen, oder auch Überwachungen, die ich über längere Zeiträume machen möchte. Ich denke da, also ich hatte ja schon Diabetes erwähnt oder auch vielleicht Krebsfrüherkennung oder man könnte auch an psychische Krankheiten denken, wo man vielleicht bestimmte Psychopharmaka den Spiegel überwachen muss. Und ich kann mir noch viele andere Dinge vorstellen, wo man vielleicht ja aufpassen möchte, ja auch gerade im Alter vielleicht, ob jemand genügend trinkt oder ob der Sauerstoffsättigung ausreichend ist und lauter solche Dinge, wo man sich vorstellen kann, da ist es schon nützlich, wenn ich das sozusagen dauerhaft überwachen könnte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man in Zukunft sowas, wie man ja jetzt auch schon oft sich selbst überwacht mit so einer Smartwatch, dass sowas noch stärker eine Rolle spielt und dass man vielleicht so ein ähnliches Gerät wie eine Smartwatch irgendwo am Körper trägt, die so einen implantierten Sensor dann auslesen kann und dann bestimmte Parameter, die einen interessieren, dann überwachen kann. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann auch eine Art Entscheidung wird, die man als Individuum dann fällen kann, ja, so wie nach dem, also ob ich halt sowas machen möchte oder nicht. Wenn Carsten Sönnigsen von Überwachung spricht, meint er natürlich, dass der Mensch seinen eigenen Körper selbst überwacht. Zwar sei Missbrauch nie auszuschließen, aber in einer freien Gesellschaft sei das, seiner Meinung nach, keine große Gefahr. Eine Message lag ihm am Ende noch am Herzen. Ich möchte eine Lanze brechen, auch für diese freie Forschung. Also dieses Projekt ist von Anfang bis Ende eigentlich nie wirklich durch eine klassische Antrag gefördert worden. Und ich glaube, das hätte auch nie funktioniert, weil wir auf diesem Gebiet überhaupt keine Kompetenzen, Vorarbeiten haben. Und ich glaube,
die meisten Gutachter hätten sofort gesagt, der Herr Sönnigsen hat, der hat doch gar keine Ahnung von Medizin, der ist Physiker, das funktioniert so nicht, was er sich da alles vorstellt. Und wir haben das große Glück gehabt, dass es in Deutschland immer noch relativ großzügige Förderung gibt für Forschung an den Universitäten, die nicht zweckgebunden ist. Das wird leider immer weniger und ist auch im Moment nur noch so, dass man als neuberufener Professor so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Startkapital bekommt, um sowas mal zu machen. Also das hat man halt einmal, diese Chance. Und das war sozusagen das, worüber wir diese ganze Forschung finanziert haben. Es war also nicht so, dass wir da Geldgeber hatten. Es gab dann, vielleicht muss ich das fairerweise schon noch sagen, das Land Rheinland-Pfalz hat uns dann tatsächlich doch nochmal auch unterstützt in einem Projektantrag. Das ist allerdings nicht eine klassische hochkompetitive Förderung, sondern das ist ein relativ kleines Landesprogramm zur Innovationsförderung, was ich auch sehr schätzen will und auch sehr gut finde, dass es so etwas hier gibt. Ich will das jetzt nicht kleinreden, nur das ist, das kann man nicht vergleichen mit jetzt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die Tausende von Förderanträgen jedes Jahr bewilligt und bekommt und wo man wahrscheinlich mit so einem Projekt ohne eigene Vorarbeiten keine Chance hätte. Er hat auch erzählt, dass er auf Ebene der EU als Gutachter für Forschungsanträge tätig ist. Er sagt, auf der Ebene sei man auch noch recht frei. Allerdings werden auch da immer mehr Voraussetzungen und Zielvorgaben und detailliert durchgeplante Forschungsprojekte gefordert. Natürlich möchte die Öffentlichkeit auch irgendwo das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen. Das ist ja auch völlig klar. Und ich verstehe auch, dass es, da geht es auch ja um wirklich viel Geld, nicht? Also Millionen. Und man kann nicht einfach sagen, jeder, der möchte, kriegt jetzt mal eine Million. Also irgendwo ist, verstehe ich das schon, dass man da eine gewisse Qualitätssicherung auch machen will. Andererseits funktioniert das auch nicht, wenn man so etwas wie kreative Forschung irgendwie haben möchte, wenn man das zu eng macht. Und ich denke, dass da muss man eine gute Balance finden. Wir müssen irgendwie auch als Gesellschaft sozusagen aufpassen, dass die Balance nicht in die falsche Richtung geht und dass wir zu restriktiv werden. Und ich denke, in anderen kreativen Bereichen, wie man wegen Filmförderung oder anderen Kunstbereichen, da sieht man ja auch sehr gut, wie schwierig das ist, ja, dass man auch sehr viel Geld nehmen kann und trotzdem am Ende, ich sag mal, mittelmäßig viel Erfolg nur hat. Das liegt dann vielleicht auch ein bisschen manchmal daran, dass man nicht genügend Mut hat. Mann, was für eine Arbeit das war, diese Forschung durchzukriegen, oder? Ja, von Medizin über Biologie, Physik und Chemie beinhaltet das im Endeffekt eigentlich alle naturwissenschaftlichen Forschungsbereiche. Und ich schätze mal, irgendjemand musste auch die Software für das Gerät schreiben. Insofern wird auch ein guter Teil Informatik damit drin stecken. Auch ein sehr beeindruckender Lebenslauf, der im Endeffekt akademisch schon mit dem Vordiplom gestartet hat. Für die älteren Semester ist das ein Begriff, für die jüngeren. Das Vordiplom war so in etwa äquivalent mit einer reinen Prüfung zum Bachelor, ohne Abschlussarbeit. Ja, genau. Von diesem historischen Exkurs abgesehen, fand ich besonders spannend, aber eigentlich seine Meinung zu der deutschen Forschungsförderung, die ich sehr stark teile. Es gibt nämlich wenig Anreize der DFG, wirklich spannende und kreative Forschung zu machen. Es ist bei mir schon eine Weile her, dass ich mich das letzte Mal bei der DFG beworben habe. Und da hatte ich auch so das Gefühl, ich hatte im Prinzip das Experiment schon einmal gemacht, komplett durch, alles fertig gemacht und habe dann gesagt, so ja, ich möchte dasselbe Experiment in einer anderen Sorte Maus noch zweimal machen. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, also das schaffen sie nicht in der Zeit. Und dann also ist extrem konservativ, ist meine Erfahrung mit der DFG. Und gerade in der Wissenschaft finde ich das so merkwürdig, weil Wissenschaft ist ja das Erkunden des Unbekannten. Und da gibt es keine Garantien, dass irgendwas funktioniert. Und da muss man auch ein bisschen mutig sein manchmal. Andererseits gibt es mittlerweile
auch modernere Fördereinrichtungen, wie zum Beispiel die Volkswagen-Stiftung, die einen Teil ihres Fördergeldes per Zufall vergibt. Das klingt zu Anfang erstmal unsinnig, funktioniert aber ganz hervorragend, weil wir festgestellt haben, dass die meisten Kriterien, die Menschen an Forschung an den Tag legen, gar nicht mal so sehr die, ich sag mal, großen Projekte herauspicken, sondern ganz häufig sind es eben jene Projekte, die sozusagen nie gefördert werden würden, wenn die per Zufall eine Förderung erlangen, dann auf einmal einen sehr großen Benefit für die gesamte Gesellschaft erzeugen. Also das finde ich sowieso generell eine super Idee, dass man also zumindest so einen Anteil hat, der randomisiert Forschungsprojekte, die randomisiert vergeben wird. Weil selbst, ich war ja eine Zeit lang in den USA und da haben wir auch mal eins dieser hohen Tiere von der NIH zu Besuch gehabt. Die NIH ist der große Förderer von gesundheitsrelevanter Forschung, also medizinischer Forschung, biomedizinischer Forschung. Und die haben sogar ein Programm, das wirklich so mutige Projekte fördern soll, aber die Gutachter sind trotzdem immer sehr konservativ, sodass selbst dieses Programm nicht wirklich funktioniert, also nicht wirklich die richtig mutigen Sachen fördert. Also ich glaube, das liegt an der Natur des Menschen und die muss man dann einfach mal auch sein lassen. Ja, dass man das eben dem Zufall überlässt, statt darüber zu entscheiden. Ich bin ja der Meinung generell, dass man eigentlich nur gucken sollte, ob das Projekt Sinn ergibt und gar nicht mal so gucken muss, was haben die Leute, die das machen wollen, vorher gemacht und so. Weil das kann man ja immer lösen. Das sind ja alles Sachen, die kann man lernen. Da kann man sich Hilfe holen. Das hat ja auch der Herr Sönnigsen gemacht. Und das, glaube ich, ist eigentlich immer machbar. Das fließt aber immer ganz viel in diese Begutachten ein. Und die Qualität der eigentlichen Forschungsidee tritt, also ich habe ja nie Gutachten gemacht und so. Das ist halt so mein Eindruck. Scheint mir da ein bisschen zu wenig Gewicht zu haben, wenn diese Entscheidungen gefällt werden. Herzlich bedanken möchte ich mich bei Professor Carsten Sönnigsen, Leiter der Nanobiotechnologie-Arbeitsgruppe der Universität Mainz, für das sehr interessante Gespräch. Seine Forschung wurde finanziert durch ein Starterpaket der Universität Mainz und ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz. Wenn dir unsere Expedition in die Forschung gefallen hat, dann abonnier doch mal den Podcast. Der sollte inzwischen auf allen gängigen Podcast-Apps verfügbar sein, definitiv auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auch auf YouTube. Alle Infos zur Folge gibt es in den Shownotes und auf expeditioninDieForschung.de. Fragen, Vorschläge, Kritik und welche Wissenschaftsmeldung am Anfang ihr am spannendsten fandet, könnt ihr entweder in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an kontakt@expeditioninDieForschung.de. Danke fürs Zuhören. Tschö. Ciao.